Herzlich willkommen, PK, Auswärtsspiel in Leverkusen am Samstag. Schiedsrichter steht noch nicht fest. Nach Leverkusen begleiten. Hier vor Ort haben wir 1650 Karten verkauft. Wir gehen davon aus, dass etwa 2000 Bochumer da sein werden. Vielleicht auch noch ein paar mehr. Nochmal der Hinweis auf den Entlastungszug der Deutschen Bahn. 800 Tickets hat die Deutsche Bahn da angeboten für 5 Euro. Die Karten können, glaube ich, noch bis einschließlich morgen, vielleicht sogar, wenn noch welche da sind, dann am Samstag vorher abgeholt werden. Sonst noch von Interesse das Bayern-Spiel. Sämtliche Sitzplätze sind ausverkauft. Wir haben im Augenblick 27.000 Karten verkauft. Gehen noch davon aus, dass das in Kürze ausverkauft sein wird. Also wer noch will, wer zu den Anspruchsgruppen gehört, soll sich beeilen. Heimspiel danach gegen Frankfurt. Bis dato 13.750 Karten. Dann das Auswärtsspiel in Stuttgart. 100 wackere bis jetzt. Und das Heimspiel gegen Nürnberg bis jetzt etwas über 11.000. Nach den schlechten Botschaften eigentlich nach dem Training von gestern ist uns eine zugekommen. Der Schröder ist krank. Also nach den zwei guten Einheiten, wo er mit dabei war, hat sich dann Infekt festgesetzt und ja, ich weiß nicht, ob er dann morgen kommen wird oder ob das dann längeren Ausfall mit sich trägt. Also ich denke, das kann man dann wahrscheinlich von den ersten 11 kann man den streichen. Dann ist so, dass Meidelbeck das Kernspin-Bild gemacht hat und sich das bestätigt hat, Muskelfaserriss. Das heißt, sicher 3 Wochen. Plus, minus, vielleicht eine. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich pro Spieler, also wie der Spieler das aufnimmt. Also wird er ausfallen. Bönig war heute auf dem Fahrrad, hat sich Zustand nicht verschlechtert, aber jetzt auch nicht so verbessert, dass ich jetzt da schon aufspringen könnte. Müssen wir morgen mal gucken. Ich denke, so mein Bauchgefühl eher nicht, dass das eher nicht geht. Sestak ist gut zurückgekommen, war noch ein bisschen enttäuscht. Hat auch nur eine Halbzeit gespielt, wiederum gut für uns. Und keine weiteren Probleme. Imhof, der müsste, sagen wir heute Donnerstag, müsste irgendwo unterwegs sein. Zurück, also den warten wir morgen zurück. Von der Zeit her weiß ich nicht, ob er dann noch im Training mit dabei sein kann. Das Training ist ja morgen um 14.30 Uhr. Also die Ausfälle, die ein bisschen angeschlagen sind, aber trotzdem dazukommen, denke ich, kommen wir gerade so eben auf 18 Spieler. Wer dann schlussendlich auch auflaufen wird, habe ich mal diese Woche gelesen, dass ich da immer ein bisschen rumeiern soll. Also es geht mir natürlich auch darum, dass ich das nicht so in der Öffentlichkeit präsentiere, um auch den gegnerischen Trainer noch ein bisschen im Dunkeln zu lassen. Also das Schönste ist eigentlich immer so, wenn man schon weiß, wer auflaufen wird, dann kann man seine eigene Mannschaft richtig drauf einstellen. Man kann vielleicht auch taktische Elemente trainieren. Und wenn du aber nicht ganz sicher bist, ja, beginnt jetzt der oder der andere, weil es sind ja nie, die Spiele sind ja nie gleich. Es ist immer, wenn einer kommt, ist einer vielleicht mehr der Dribbler, der andere ist vielleicht ein bisschen schneller. Sind das natürlich auch Spielereien für die Trainer. So ist es zumindest bei mir so, um das Ganze ein bisschen spannender zu machen, um den Trainer, den gegnerischen Partei ein bisschen im Ungewissen zu lassen. Sind vielleicht auch Standards mit dabei, Kopfballstärke, große Spieler, kleine Spieler. Und da denke ich, aus meiner Sicht ist es besser, das nicht schon vorher zu präsentieren. Wenn du dann eine Stunde vor Spielbeginn die Aufstellung bekommst, je nachdem,
kannst du den Spieler vielleicht nicht mehr so einstellen. Und das sind Kleinigkeiten, wo ich auch immer wieder sage, die entscheidend sind, um auch weiterzukommen, um vielleicht auch Punkte mitzunehmen. Und dieses Geheimnis möchte ich noch oder meistens dann für mich behalten. Nichtsdestotrotz, wir werden gegen einen starken Gegner spielen, sehr spielstarken Gegner. Und ich denke, dass es ein knappes Ergebnis geben wird, dass wir aber auch unsere Möglichkeiten bekommen werden. Dass ich auch überzeugt bin, dass wir nicht mehr so eine Halbzeit spielen werden, dass wir präsenter sind jetzt gleich von Anfang an, als das in Hannover der Fall war. Also haben wir genügend angeguckt, Video mit Gesprächen, und ich denke, das ist noch frisch genug, dass das in den Köpfen drin hängt, dass es den Spielern auch bewusst ist und dass wir das so umsetzen können, wie wir uns das vorstellen. Leverkusen ist ja nicht nur Schneider, also die haben viele gute Individualisten und da kann auch jeder nach vorne was tun. Rolfes hat ja auch jetzt in letzter Zeit sehr dominant gespielt, Barnetta mit seiner Unberechenbarkeit, Gekas, von dem haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Man sieht ihn nicht, aber man muss trotzdem 90 Minuten aufpassen, weil genau die eine Situation, die kann er ausnutzen. Ja, ich werde zwei, drei Szenen zeigen von ihm, wo wir eigentlich kennen, oder die in der Mitte, die zwei, die kennen den. Und die wissen auch, wie man gegen ihn spielen kann. Und es ist so, dass man eigentlich zu zweit aufpassen muss, weil er ja auch immer wieder im Rücken wegläuft, also dass er nicht nur da präsent ist, sondern eigentlich sehr gute, kurze Bewegungen hat. Also er geht entgegen und bricht ab und geht dann wieder weg. Und da bist du als Verteidiger meistens im Nachteil, weil du nicht beides gucken kannst. Du kannst nicht der Stürmer gucken und Ball, wenn er im Rücken wegläuft. Und da ist natürlich die Unterstützung der zwei im Zentrum sehr wichtig, dass die aufeinander achten selber. Und aber auch gucken, wo der Stürmer ist. Da kommt Kiesling, noch dazu. Also das System geändert, lässt den ein bisschen zurückfallen und spielen. Kommt aber auch immer wieder mit nach vorne. Und das ist die Gefahr, dass man da vielleicht mal dann den einen oder anderen vergisst. Wenn es bei Philipp Rönig am Samstag nicht gehen wird, welche Alternativen haben wir da für hinten links? Gut, Schröder weiß ich jetzt nicht, habe ich schon gesagt. Da hat es in Köln gespielt, bei mir. Pferzl, meine Möglichkeit. Dennis Grote, ist eine neue Alternative. das sind sicher die das spielen können. Oder Yahya wäre noch. Wäre vielleicht auch noch eine, wobei ich das nicht machen werde. Aber das wäre, wenn es dann gar nicht mehr geht, oder wenn da vielleicht noch mal einer ausfällt, dann wäre das dann die dritte oder die vierte. Noch Fragen eurerseits? Denn wenn nicht, dann kann ich unser Chemiebaukasten-Buffet eröffnen, denn immerhin haben wir heute Reagenzgläser, Pillen, alles dem Gegner angemessen. Guten Appetit.